eine ganz kurze Ansage, bevor ihr seht, was ihr gleich seht. Ich gebe zu, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja? Das konnte aber auch gar keiner wissen, dass das dann schlussendlich so eskaliert. Und Marlene, wenn du das siehst, ich entschuldige mich von Herzen. Ja? Ich meine, bei Marc ist es witzig bis egal. So. Aber bei dir tut es mir richtig leid, deswegen entschuldige, das war nicht der Plan. Und euch viel Spaß beim Anschauen. Wenn ich ohnmächtig werde, dann müssen wir eine kleine Drehpause einlegen. Oh nee, ist schon wieder so eine kranke Scheiße, Leute. Ich geh kurz mal. Mann, wo sind wir denn hier gelandet? Vielleicht bei der neuen Strafe? Ich schätze mal schon. Ari, wir haben würdig gewonnen. Mhm. Um 3 Sekunden. Was ist das denn? Wie sieht's denn aus? Memory. Oh ja. Wie gut bist du im Memory spielen? Ich bin okay. Ich würde sagen, ich bin okay im Memory spielen. Ich bin schon okay im Memory spielen. Ich habe neulich gegen 6-Jährige verloren. Also ich glaube, du machst es heute. Wo ist der Haken an der Geschichte, ihr Nasenbären? Ihr deckt auf und darunter seht ihr ja was. Und dann schauen wir mal, was passiert. Oh, also wenn ihr jetzt glaubt, es geht nur darum, euch blank zu machen, weil ihr euch sehr schlecht erinnern könnt. Nope. Es wird schlimmer. 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 Die werden ja jetzt nicht alle nebeneinander liegen, ist ja schon mal klar. Ich glaube, die machen das so ein bisschen versetzt. Also zum Beispiel das hier könnte so mit dem da drüben, mit dem ganz links passen. Und deswegen verlieren Erwachsene bei Memory. Deswegen so. Verlieren Erwachsene, weil die denken, dass da irgendein Sinn dahinter steckt. Nee, aufdecken es ist nur und merken. Schicksal. Ja. Okay. Ja. Also ich habe nichts verstanden, aber... Ich sag einfach, mach! Ja, okay. Wir machen das. Wir gehen jetzt einfach so, dass die ein bisschen doof sind. Ne? Und deck erstmal die auf. Weil okay, die. Ich deck jetzt mal die auf. Oh nein. Oh Gott. Ich bin echt auch ein bisschen gespannt. Ich bin richtig gespannt. Liebst. Was ist es? Oh irgendwas nein. Mit einem Kaktus küssen, glaube ich. Okay, wo fühlst du es denn? Ich glaube, ich fühl's nicht da. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich fühl's auch gar nicht da. Ich fühl's eher so da. Dann den da hinten vielleicht, den zweiten ganz da hinten. Den da? Ja. Okay. Den? Ja, den. Okay. Oder? Ich decke ihn mit okay, einem großen auf. Schwung auf. Okay, ja. Okay. Oh, das wäre so nice. Nein! Das ist ja schade. Das ist ja. Ach Mensch. Das tut mir aber leid. Dabei hattet ihr doch so eine Strategie. Wirklich? Eure Strategie ist ja nicht aufgegangen? Deswegen dürfen wir entscheiden, was ihr machen müsst. Entweder diesmal Kaktus oder, ich sag mal, eine scharfe Zunge. Was willst du denn? Ich fühle den Kaktus gerade so ich ein bisschen, ich fühle auch oder? Den Kaktus. Und da sind wir natürlich nicht alleine, weil wir werden uns die Finger ja nicht schmutzig machen. Deswegen, meine Damen und Herren, das High Guidon! Danke. Guck mal, meiner ist so kleiner und gemeiner, ey. Ja, aber ich finde schon, ist jetzt romantic, ne? Ist jetzt nicht so, wie ihr eure Mutter küssen würdet. Wir bekommen schon da schöne Musik eingespielt. Ja. Romantisch. Okay. Hey, schön, dich wiederzusehen. Ich hab dich vermisst. Es ist halt jedem selbst überlassen, wie küsst. Ich bin eher so schön. So einen kleinen Pussy. Ja. Okay. Okay, direkt drauf. Oh, hey, du machst ja. Aua! Es klebte kurz an meiner Lippe fest. Ja, ich dachte, das ist drin gewesen in der Lippe. Aua. Wir hatten hier den Kaktus, fangen wir direkt daneben an. Mhm. Na, was ist denn das? Ein Filzer? Oh nein. Filzer. Ist da? Ich hab's gefunden.
Gefühl, jetzt muss schon mal einer fast daneben sein. Vielleicht ganz rechts gehört es auch, das gehört er auch dazu. Ach, die gehören auch dazu da außen. Außen auch, ja, haben nicht alle aufs Feld gepasst. Wir hatten viele Ideen. Boah, das wäre so geil, wenn das jetzt auch dieser Stift wäre. Den okay, hatten wir schon mal. Den hatten wir schon. Oh, wo lag das noch gleich? Wo lag das noch gleich? Wo war das? Ja, aber das Ding ist ja, es stimmt ja wieder nicht. Das ist so ein Scheißspiel. Ich find's schon ganz gut, wenn es mal die Zunge ist. Ja, bevor die Zunge raus ist. Deswegen wird's jetzt heiß. Wir hatten einmal bei Das schaffst du nie so eine scharfe Paste, dass ich wirklich fast ohnmächtig geworden bin. Wirklich? Ja, war die richtig schüttelig auch und so? Ja, mir war wirklich so, ich musste versuchen, oh, nee, beim Bewusstsein zu bleiben. Mm. Lecker, lecker. Alter, das ist pures Chili. Oh, ich krieg schon voll Schluck auf. Oh, fuck, was ist das? Fuck. Oh nee, oh nee. Bist du nicht so immer so mit scharf auf dem Essen? Ich bin ja gar nicht scharf auf dem Essen. Ja, null. Das ist doch schon wieder eine Kacke. Hier steht Hot Chip Challenge. Can you handle the heat? Oh nee, das ist, oh ja, das ist wieder was, da kriege ich Schluck auf und dann wird mir... Ich auch. Ich krieg's auch immer Schluck auf bei scharf. Ja. Ich krieg immer Schluck auf bei scharf. Ich krieg's sogar bei Senf manchmal Schluck. Oh, das riecht schon so krass. Das riecht schon so richtig mies einfach. Ein lustiger Gag, any last words? It's made out of the hottest chili peppers in the world. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Ey, ich will vielleicht... Wenn ich ohnmächtig werde, dann müssen wir eine kleine Trinkpause einlegen. Ich beiß einmal drauf und dann schlug ich es direkt runter. Einmal. Aber nicht, dass du erstickst. Also wir müssen schon kurz drauf beißen. Und los. Komm, cheers. Cheers. Oh, sie hat den aber krank komplett reingesteckt. Sie hat den kompletten. Sie haben beide den kompletten. Boah, ist krank. Boah, ich kann gut schlucken. Kann gut schlucken. Ja. Oh nee, ist schon wieder so eine kranke Scheiße, Leute. Boah, ich kann das überhaupt nicht runterschlucken. Jetzt geht's los. Oh Mann! Jetzt hängt's bei mir auch an. Oh, das ist genau wieder diese Schärfe. Oh. Das geht bestimmt ganz schnell vorbei. Ist sie auch so schlecht? Ja, ist richtig schlecht. Boah, ich kann richtig scheiße. Ich gehe kurz mal. Oh, mir ist richtig schlecht. Das riecht aber nicht mehr, oh, das ist aber spicy, sondern es riecht wie, don't do it. Boah, Alter. Aber es ist glutenfrei. Ich? Also ich wollte, und auch der Robert haben also, damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe hier am allerwenigsten mit allem zu tun. Also ich habe hier, also ich, wo sind wir hier? Ja. Das ist wie beim Dschungelcamp. Ich als Zuschauer habe mit den Känguruhunden auch nichts zu tun. Willkommen bei Das schaffst du die. Ja. Oh. Ich habe vor allem auch so einen Ausschlag bekommen. Überall. Also es ist wirklich... Leute, seid froh, dass ihr nicht hier seid. Es brennt. Oh, es ist richtig schwindelig einfach. Puh. Ui. Ist sie jetzt wieder sich übergeben gegangen? Marlene ist gerade wieder rausgerannt, ja. Ah ja. Oh Gott. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Ich habe hier eben meinen Finger mal kurz reingestippt. Und das brennt schon nach, ne? Also da sind noch so winzige Krümelchen davon drin. Und ohne Scheiß, die Lippen brennen einfach eine halbe Stunde nach. Und ich glaube, wir sollten das hier an der Stelle nicht sagen, aber es ist schon scharf. Alter!
Ja, wirklich. Boah, ist das hart. Ja, gut. Also, Robert, sagen wir es, wie es ist. Ich glaube, diese Strafe ist damit beendet. Wenn ihr das auch so heiß fandet, dann lasst doch mal ein feuriges Abo da. Hier seht ihr ansonsten unsere Go-Kart-Challenge, die das ganze Drama hier heute ausgelöst hat. Und hier noch ein Video von uns, von Offen und Ehrlich. Da haben wir Swappy-Handys gecheckt und einen Fake-Akku entdeckt. Ist das so? Ja, die sind nicht original, die Akkus. Das ist schon crazy. Also, du kaufst ein iPhone mit einem Fake-Akku. Krass. Ah, ja, schalt mal um. Abschalten.